Einen wunderschönen guten Tag und Lukas macht diese gottverdammte Mütze aus, Alter! Leute, wir schauen uns heute gemeinsam wieder YouTube-Kacke an. Und zwar nicht irgendeine YouTube-Kacke, nein, sondern die von meiner Mosel. Und mit dabei ist heute, wie könnte es anders sein, der unnützte Nebencharakter auf ganz YouTube. Ey, HG, meine Freunde! Der Kombinationsboss am Start. Ja, der Kombinationsboss. Ich bin's. Perfekt. Leute, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem wunderbaren Video Federball, Digga, von ApoRed's Room Tour. Ich würde sagen, das gönnen wir uns doch direkt mal rein und schauen mal ganz kurz, was uns da erwartet. Ich habe extrem Bock drauf. Ich wette, er macht die Tür direkt wieder zu. Lukas, ganz ehrlich, ich könnte es auch nachvollziehen, an, wenn Junge. Du vor der Tür stehst, du Schweinehund. Was geht ab, Digga? Hau ab, Digga. Digga, oh, schade. Perfekt, was geht ab, Digga? Hau ab, Digga. So kennt man es, wenn ApoRed einem die Tür aufmacht. Nagelneuer Benzer, Arme aus dem Fenster. Haustür ist angesagt. Wir sind hier gerade. Ah, geil. Wir sind hier nicht gerade. Lukas, die Haustür ist angesagt, du weißt Bescheid. Hier habe ich halt immer so eine Kommode, ne? Also Sachen wie Schlüssel, Autoschlüssel, Schuhschlüssel, etc. Hier ist das Gäste-WC. Aha. Auf entspannt. Red, ich würde da drin sauber machen, Alter. Auf dem rechten Bild erkennen wir eine dicke Welle. Also die Frage ist, warum eine dicke Welle? Das ist natürlich ein metaphorisches Beispiel für meine Mama. Hier auf der Couch aus. Für seine Mama, perfekt. Einige Kader, Label, weil es natürlich den einen oder anderen Goofy gibt. Ja. Über Nacht sein Goofy nicht aufgeladen hat. Hey, Red, Freunde, gehen wir rüber. Perfekt. Okay. Absolut interessante Freunde, die er hat. Über zum bescheuertsten Bereich hier im Wohnzimmer. Das Ganze wird vom Designer aus Frankreich extra angefertigt. Im Wert von 8 Euro insgesamt. Also alle. Warum holt man sich sowas, Alter? Warum holt man sich sowas? 8 Euro, Alter. Holy Spaß, Freunde. Also. Das Ding ist Holz. Das ist Holz, Freunde. Ja. Das Ding ist. Lukas, ist es Holz? Ich glaube schon, Digga. Man hat ja einfach eine 75 Zoll 4K Holzwand aus Holz. Was ist das? Aus Frankreich geholt. 75 Hertz Marmorfolie. Und natürlich eine 4K Holzwand, Alter, aus Frankreich. Das ist auch stark. Aus Frankreich. Das einzige hier, was ein bisschen teurer war, war ein Afghane aus Frankreich. Ah, der hat hier das Ganze bereit gemacht. Der hat das Ganze so ein bisschen bereit gemacht. Ein paar Löcher reingehauen, damit ein Schwanz hier reinpasst. Und alles klar. Wer will nicht eine Wohnzimmer-Bumswand haben? Ja, was soll man machen? Bonsai-Pflanze aus Japan, die ist aber eine Lampe aus Frankreich. Perfekt. Ich habe noch eine Lampe auf entspannten Hasen, die ist aber absolut gestorben. Ich hatte da gar keine Hände für sowas. So aus Freunde, die Sonne knallt unnormal. Die Lampe ist gestorben. Und ich habe einen richtig harten, ganz normalen Steine hier am Boden, ganz wichtig. Also mal eine Steine. Der wurde auf jeden Fall oft benutzt für die eine oder andere Sommersession. Boah, war der Plan. Gechillt und mit den Jungs die ein oder andere Arsch auf die perfekt. Warum bin ich da nicht eingeladen gewesen an der Stelle? Statsch war sogar auch einmal hier zu Besuch, da mit den Jungs am Baum gehangen. Wer kennt sich, wenn man sich im Sommer mit seinen Jungs um sich im Baum aufzuhängen, oder Lukas? Absolutes Hobby. Federball, Digga. Aktuell fiel ich gerade mir komplett den Kopf ab. Aktuell, wie gesagt, Wetter macht nicht mit. Wetter hat keinen Bock. Freunde, die Sonne knallt und mal friere ich gerade mir komplett. Mal kurz, ist das ein Neubau eigentlich, Digga? Ich hab keine Ahnung, was das überhaupt ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht sein Haus. Freunde, die Sonne knallt und mal Federball, Digga. Let's go. Federball, Digga. Ja, Treppen, ganz normale Treppen. Man hat hier noch diese Treppen. So. Toll. Wir haben hier einmal die legendäre Lackschuhsammlung. Die ganzen Schuhe sind die Lackschuhsammlung. Seit 6 Jahren am Vergammeln. Ja, schau, wie viele der hat, ne? Seit 6 Jahren sind die Schuhe am Vergammeln. Hörst du das? Natürlich ganz andere Schuhe, die, wie vor 300 Jahren, ganz klar. Macht Sinn, dass andere Schuhe sind als die vor 300 Jahren. Abo, danke, dass du noch aufklärst, Alter. Insgesamt sind es Pi mal Daumen aktuell etwa. Ich muss aber sagen, eine Zeit lang gab es sogar über 2. Auf dem Bandregal, Freunde, haben wir so die Aswas. Das war es. Sei es hier so, sei es Taschen. Ich bin ein großer Fan von Zoos. Einige sind auch ausgeliehen, weil. Digga. Digga, klar. Und Gucci, Lucci, Succi, diese Seitentasche habe ich damals hier. Liga ist nicht unbedingt auf dem Wert, dass es unbedingt die Marken sein müssen. Ja, klar. Gucci, Off-White, Louis.
Ich will keinen Wert. Okay. Hauptsache Off-White Gucci Louis, man kennt ihn. Und ich muss sagen, also ich bin mega zufrieden mit dem Arbeitsbereich. Der ganze PC ist von meinem Partner Gay Gamer. Ich werde dafür auch nicht bezahlt oder so. Gay Gamer. Hä? Mal ganz kurz, der eine Bildschirm, der geht doch schon in die Klamotten rein da hinten, oder? Ja, ja, richtig. Aber der PC ist von seinem Partner Gay Gamer, das darf man nicht vergessen, Alter. Ja, das ist auch wichtig. Am Ende des Tages, wir haben hier eine Kamera, die wird hauptsächlich genutzt, ne, für meine Gay-Porn-Videos. Und wir haben drei Monitore, Maus mit LED, LSD mit LED, Tastatur mit LED, LSD mit LED. Und ich würde sagen, LED, das mit der Haustour. Klar. Hat kein Badezimmer oben. Wo steht der? Red, wenn es das war an der Stelle. Wo ist der Rest von deinem Haus, wenn ich fragen darf? Man hat noch Geiseln im Keller, Bitches im Schlafzimmer etc. Wo man aber nicht zeigen, ist auch nicht so wichtig. Geiseln im Keller und Schlafzimmer. Man kennt es. Junge, ist das stumpf. Aber Leute, es geht natürlich noch deutlich stumpfer. Und zwar haben wir hier eine Miguel Pablo YouTube-Kacke. Ganz wichtig, meine Freunde. Digga. Nach seinem Outing. Schauen wir mal ganz kurz da rein, was Miguel Pablo da so zu atmen hat. Heute habe ich ein sehr, sehr ernstes Thema mit euch zu besprechen. Ich hätte gedacht, dass ich mal so ein Video machen würde. Viele von euch wissen ja, ich stehe auf Jungs. Und Ach so. Viele von euch wissen, ja. Okay. Das war's dein Outing. Perfekt, sind wir schon durch. Und ich will, dass dieses Video ernst genommen wird, aber ich habe auch mega Angst davor, dass dieses Video ernst genommen wird, weil ich meine Community kenne und ich werde mich auch ändern. Und wenn ihr mich wirklich supportet, dann supportet ihr mich. Jedenfalls habe ich... Lukas, wenn ihr mich wirklich supportet, dann supportet ihr mich. Habt ihr gelernt? Jemanden kennengelernt. Wir waren erst sehr gute Freunde und dann Freunde. Es ist nicht plötzlich passiert. Es war halt einfach plötzlich und dann ist mir halt bewusst geworden, ich stehe auf Mädchen. Und ja, eigentlich ist es kein trauriges Video, Miguel, weil ich eigentlich sehr traurig bin. So, zwei Menschen, ein Mensch. Das ist krass. Zwei Menschen, ein Mensch. Man kennt's. Er war jetzt schwul und ich wusste jetzt auch, dass er schwul ist. Beziehungsweise er wusste es auch genauso wie ich. Es war bei uns beiden die ähnliche Situation. Falls da draußen irgendwelche... Ist einfach reversed, Alter. Die waren schwul und werden jetzt hetero, oder was? Die auch sowas hatten. Hab Angst davor, euch zu outen. Das fällt einem übelsten Scherzen von Stein. Es ist fast... Angst davor, euch zu outen, es fällt einem am übelsten Herzen vom Stein. Ganz genauso. Wer kennt das nicht? Genauso. Hab natürlich keine Angst davor, what the fuck. Das ist wie mein bester Freund, aber gleichzeitig auch mein bester Freund. Damit ihr das jetzt klarer versteht, so, wir haben uns halt in der Nacht geküsst, so. Das war nicht so komisch. War so komisch. Ja, es war komisch. Entweder ich stehe zu uns oder ich stehe zu uns. Vor allem ich. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder stehst du den oder stehst du den, Lukas. Vor allem nichts ich bin anderes. Kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Und dann ist mir halt bewusst geworden, ich stehe auf Mädchen. Und ja, ich werde in den nächsten Tagen viele auf Videos Mädchen. Drehen, wie ich meinen Freund entfernen lasse. Westside. Oh, Junge, Alter. Ist das dumm? Ich werde viele Videos drehen, wie ich meinen Freund entfernen lasse. Westside. Ist das dumm, Alter. Aber Lukas, wo wären wir, wenn wir jetzt schon fertig sind? Ich habe nämlich hier noch den ApoRed G-Shock Track, den haben wir jetzt auch noch nicht angehört, auch von meiner Mose. Okay. Alle Links natürlich in der Videobeschreibung, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, den hören wir jetzt auch noch ganz kurz an, damit wir ganz gespannt auf die 10 Minuten kommen. Digga, was? Auf mein Photoshop. Ich sehe aus so wie Photoshop. Ey, Brad. G-Shock. Koffe Burberry, denn ich hab Money. Koffe eine Melone, denn ich hab Money. Okay. Lukas, kaufst du dir manchmal eine Melone, weil du Money hast? Ich hab kein Money. Perfekt. Koffe Jeans von Kick, denn ich hab kein Money. Ich werde dir nie wieder was von Givenchy kaufen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch ein T-Shirt. Halt dein Maul. Geh raus, Digga. Sehr, sehr kontroverse Line. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Die Formulierung eventuell nicht die beste. Baller meine Ober, doch ich mag Kinder lieber. Da muss ich aber doppelt und dreimal los. Mach einfach weiter, bitte. Alle wollen, dass es mit mir sein. Digga, wie gut.
läuft. Werf einen Blick in den Spiegel, bin enttäuscht. Digga, das riecht gut geschnitten. Meine Nase läuft, werf einen Blick in den Spiegel, denn ich bin enttäuscht. Stark. Lass sie weiter dissen, Bro, ich biss sie voll. Spare 7 Cent, investiere sie in einem Cent. Ich bin dieser Penner, der umzahlt, der bringt kein Pants. Hallo? Alter, dieser Penner hat so viel geschissen wie ich, denn ich bin dieser Penner, der unter der Brücke pennt. Ja, ja. Das sind einfach, Leute, es spittet die True Facts. Das sind die Lines, die ans Herz gehen, Alter, wirklich. Ich fühle das, was er rappt. Ah. Okay. Aha. Was macht der da? Kaufe mir Wasserflüssigkeit. Denn sorry. Ich hab Durst. Denn ich hab Durst. Befestige mein Floß mit einem Karabiner. Ja und? Spiele nicht mehr mit der Sound, dann auch Karina. Okay. Am Flöte spielen. Fresse meinen Popel. Sie kommt an dem Opel, ich fresse meinen Popel. Komm an den Boden, guck, ich kauf mir ein Gallardo. R8, Ohr, Mag der Genie, ey, red mir nicht in meine Plan. Komm mir in die Kehle und ich schrotte ohne Wahl. Und dann steck ich mir einen Fehler in den Bisschen ausgeartet, glaube ich, Alter. Komm in meine Kehle. Ohne Warnung, danach stecke ich mir den Finger in den Arsch. Das float sogar einfach so insane gut, Mann. Es ist so krass. Ist eben so auch krass. Schon, Digga, ja. Mach mal weiter. Allah, ich hab meine Pille. Ich bin ein Spaß. Welche Idiot hat sich kapiert? Hält mich nicht dafür, Bruder, ich kann nichts dafür. Okay. Ich hab Money. Okay. Okay. Ja. Okay. Einmal weiß. Reimt sich alles, Digga. Macht sogar alles noch Sinn, Junge. Holy shit, Alter. Also nicht, dass ein Mann aus China zwangsläufig einen Dalmatiner fressen muss. Das sei damit nur gesagt. Ja. Genau. Stabiler Beat, Bruder. Sehr stark, Alter. Also da an der Stelle, dickes Shoutout an meiner Mosel, Alter. Absoluter YouTube-Kacke-Gott, Digga. Und natürlich auch ein dickes Shoutout an den Homeboy. Kein Konzept, der hier das Miguel Pablo-Ding gemacht hat, Leute. Merkt euch immer, ich schlucke ohne Warnung, komme in meine Kehle und danach stecke ich mir einen Finger in den Arsch, meine Freunde. Merkt euch einfach. Schreibt euch auf das Ziffernblatt auf meiner rosa Submariner. Leute, ich bin damit raus an der Stelle. Es war mir eine Ehre, das gemacht zu haben. Lukas, echt schade, dass du dabei gewesen bist. Cool, dass du nicht zum Video beigetragen hast, außer ein bisschen dummes Lachen. Schau doch gerne bei mir vorbei. Danke, dass du auch Werbung für mich machst. Perfekt, an der Stelle sind wir da. Raus, meine Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.